beleuchtet. Vor lauter Aufregung habe ich beim ersten Mal vergessen, den Flutlichtstrahler anzuschalten. Also, jetzt werdet ihr mich besser sehen. Also, wir machen einen Katamarathon, Herrn Chodan bis Godan. Die Schwierigkeit sind die Fußumsetzbewegungen. Ich hoffe, dass ihr das hinkriegt. Wenn ihr das nicht braucht, weil ihr draußen trainiert, könnt ihr das auch weglassen. Das ist ja für die Leute, die indoor trainieren. Wir machen die Kata langsam. Ich werde dann auch kommentieren, dann ein bisschen normaler und einmal richtig schön stark zum Ende. Herr Chodan. Niedern. Ich mal einfach, um einen Kommentar zu geben. Wichtig ist mir, dass das Ende der Bewegung ganz körperlich ist. Also nicht irgendwie so, sondern egal wie die Füße sich setzen, hier muss der ganze Körper da sein. Darum geht es eigentlich. Dann Sandan. Ja, der Fuß wird jetzt zurückgezogen, aber das Kime ist normal. Fußbewegung, Kimme, Fuß zurück, bisschen nach hinten, um nicht zu weit nach vorne zu kommen. Fuß umsetzen, Fuß umsetzen. Ja, Fuß muss zurück. Fuß zurück. Herr Jungdan. Eine Anekdote, ich bin ja auf der Goldfock gefahren, ein Raum von 1,5 Meter mal 1 Meter vor der Kapitänskajüte, nachts von 2 bis 4 Uhr, Posten, Kapitän, einer da, was macht man? Kata auf der Stelle.
Herrn Godan. Diese Fußumsetzbewegung entsprechen ja der Bumkeil. Ich stehe vor dem Gegner, will Maigiri machen, ist gar kein Platz da, also muss ich den Fuß umsetzen. Und das Entscheidende ist eigentlich, dass dann die eigentliche Bewegung wieder original ist. Also hier kann ich nicht treten, also ziehe ich zurück und trete. Aber der Tritt oder das Kimmel, das muss in dem Moment sein, im ganzen Körper. Dann darauf Wert legen. Okay, einmal schaffen wir noch. Also, wir machen die ganze Kata, ich mache danach einen kurzen Kommentar. Was ist mein Hauptproblem bei dem Kata-Marathon? Nicht in die Heianoyo zu kommen. Vielleicht geht euch das auch so. Und dann dieser Platz und diese Besetzungen, da muss ich höllisch aufpassen, dass ich plötzlich hier bin. Okay, noch einmal. Okay. Zurück. So, wenn ich dann nach vorne bin. Aber geht nicht mehr. Also. Herrn Schulan. Zusammenhängende Technik schneller, dann ein bisschen Pause. Kommt davon, wenn man sich mit dem Programm beschäftigt und nicht mit der Kata. Sorry. Ja, schon an. Wenn man keine Zeit hat zu denken, geht das. Herr Nieder. Weil euch mein linker Stuhl nicht so gefällt wie deine Schulter, ich kriege den nicht so richtig da rein. Herr Zander. Hey.
Hier ist jetzt meiner, ja. Wenn man in Gedanken schon weiter ist, das muss ich immer kritisieren. So, letzte Kata. Wir haben noch einen. Herr Godan. Ich übergebe. Dankeschön. Sorry für die Fehler.